Es ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese geheime Magie. Macht Holz zu Gold. Ja, wenn ich das bloß könnte. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Skyrim. So, mal sehen. Hier nebenan ist... da werden wir auch eine ganze Weile dran rumdoktern, weil hier ist einer der Anführer. Hier haben wir nämlich mehrere Anführer. Und die hat auch noch eine sehr starke Rüstung, sehe ich gerade. Was war das? So. So. Bei der weiß, also was bei diesem das? Hier, weiß ich nicht so immer, wo ich letztendlich das nicht sicher... Ich mir bloß eingebildet. Also in Sicherheit mich begeben kann. Weil mal läuft sie in die Richtung, mal hier, wer weiß wie weit rein. Woher sollte ich denn wissen, welche Akademie er gemeint hat? So. Ist da jemand? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Zwei Dreien? Was hat er sich dabei nur gedacht? Ja, ja. Der Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass so aus dem Stiefel zog. Sie scheint schon wieder zurück zu sein. Das ist sehr gut. Oder es wäre sehr gut. Ja, sie sitzt da schon. Irgendwann zur Ruhe setzen. Auf eine Was? So. Uiuiui. Hallo? Wer ist da? Oh, hier in Skyrim bringt es eigentlich nicht, die Türen zuzumachen, weil die Gegner können nun mal auch Türen aufmachen. So. Da hatte sie uns aber mehr entdeckt gehabt als bei den anderen Malen. Wenn ich das bloß könnte. So. Gehen wir mal bis hier. Na, wir haben anscheinend Glück. Und sie, hätte etwas gehört. Kommt nicht im Moment hier rüber. Ganz nach hier rüber, meine ich. So. Zwei, drei. Was hat er sich da nur gedacht? Der Teufel konnte nicht sehen. So. Nee, sie scheint wirklich nicht hier im Moment rüber zu kommen. Doch niemand hier. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Mhm. Könntest du, aber du bist ja eh eher so drauf, dass du dein Geld behältst. Ist da jemand? Nein. Ich hoffe, du entdeckst mich nicht. Yuppie, yuppie. So. Ist da jemand? Nee, sie kommt nicht in diesen Gang. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Wir können natürlich auch da gucken.
Aber das tun sie ja nie. So. Im Moment klappt es ja. Viren beginnt der Ork zu stehlen. Recht gut. Sagt dem Elfle wohl. Ja, niemand. Mehr. Was war das? War nicht zu erwarten, dass einer musste sterben. Geht aber lieber hier hinten hin. Der Wind, das himmlische Kind. Ist wohl meiner Fantasie mit mir durchgegangen. Jetzt bald ein Messer im Stiefel. Hab es satt immer. So, diese Festung ist wirklich nicht gerade leicht. Vor allen Dingen, wir spielen ja wirklich auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Zwei, drei. Was hat er sich dabei? Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerl. So, Quatsch. Sterbe ist da jemand? Nein. So. Ach, diesmal darf ich den Pfeil mitnehmen. Yippee. Im letzten Part konnte ich den ja nicht mitnehmen. Hallo? Hallo? Doch niemand hier. Ja, ne? Komisch, ne? Kriegst immer was ab und doch nichts da, ne? Den du verhauen kannst. So, ich speichere jetzt einmal ab. So. Weil dann fangen wir immer, falls wir kaputt gehen, an dieser Stelle an. So. Was? So. Ich könnte ja auch mal gucken. Ups. Objekte. Zaubertränke haben wir. Das könnten wir vielleicht mal nachher also später mal verwenden. Ja, das ist, dann können die sich gegenseitig, weil es gibt einen Raum, da sind so einige von denen und dann kann der sich mit denen rumprügeln und die ein wenig schwächen. Dann könnten wir zweimal das einsetzen. Okay. Niemand hier. So. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Ein feiner Bienen mit ihrem bösen Honig. Der Imperator. So. Was? Tup-tidu. Na, kommst du mal hier rüber? Oder noch immer nicht? Anscheinend immer noch nicht. Gut. Ist wohl meiner Fantasie mit mir durchgegangen. Ja, ganz bestimmt. Na, sie ist gerade da rein. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger bezahlen. Keine Sekunde verbringe ich mehr in diesem stinkenden Kerker. Sterbe ich doch lieber, als mich zu ergeben. So, dann... nochmal. Was war das? Nix. Du hast nur ganz, ganz dolle Kopfschmerzen, Madame. Und ich versuche, dir Erleichterung zu verschaffen, indem ich so ein bisschen den Druck halt rauslasse. Und natürlich, sowas ist sehr, sehr unangenehm. Aber was sein muss, muss sein. Hinterher wirst du dich viel, viel besser fühlen. Wenn er mir nochmal so kommt. Er eins auf die Mütze bekommt. Dann bist du vielleicht nicht mehr ganz so mürrig. Ist da jemand? Nö. So. Achso. Die Tür nur. Nee, sie kommt nicht ganz hier rüber. Im Moment, das ist ich auch gut. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Hm.
Dein Atem hast du gehört. Und dass der Wind, der durch diese Hallen weht, oder durch die Gänge kommt. Ja. Was? So. Da haben wir sie ja schon gut runtergekriegt. Aha. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Zauberer, das ist wahre Macht. Kennen wahrscheinlich diese. Quäl dich doch nicht so. Magie. Zieh deine Panzerung aus. Mach es mir leichter. Und dann ist es gleich erledigt. Holt sich, was man will, und geht wieder. Ganz ohne Gewalt. Ja. Was war das? So. Na, findest du mich, Madame? Nee, findest du mich nicht. Man darf. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ja, kannst wieder gehen. Diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. Die Stadt als freier Bürger betreten. Schöne Kerze. So. Und ich speichere wieder über den einen Spielstand, den ich ja gerade gemacht habe. So. Ja. Komm. So. Das ist schon mal gut. Ups. Was ist denn an einem Krug hier und da so falsch? Doofe Bienen mit dem blöden Honig. Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Nach drei gelehrten Bieren beginnt der Ork zu spielen und sagt dem Elfenbein, niemand konnte schlafen. Das war jetzt ein wenig. Knapp. Da hat sie uns schon vorher gewittert. So. Was war das? So, diesmal hast du uns nicht vorher gewittert. So. Komm doch. Bumst nicht. Gut. Doch niemand hier. Geh wieder zurück. Braves Mädchen. So ist gut. Umso weniger du dich dagegen wehrst, umso schneller wirst du schlafen können. So. Hallo? Wer ist da? Wie gesagt, der Wind. Der kalte, kühle Wind. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ja, ganz bestimmt. Gerade von dir, die Fantasie. Du als Anführerin. Geht zur Akademie, sagte Vater. Benutzt euren Verstand, hat er gesagt. Das ist woher sollte ich denn wissen, welche Akademie scheinlich diese geheime Magie. So, und komm, nochmal ein Luftloch. Das sind also so Öffnungen, sage ich mal, für das Druckluftventil. Man braucht ja immer ein Ventil, um Dampf ablassen zu können. Und sie braucht das natürlich sehr viel, weil das sind ja halt hier alles Trottel und sie als Anführerin muss halt sich abregen können, wenn sie sich mal wieder dermaßen über ihre Leute geärgert hat. So. Ist da jemand? Bald ist sie erledigt.
Dauert zwar alles mit Pfeil und Bogen ein wenig, aber es macht halt Spaß. Man hat mehr davon. So. Ich hab doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich... Sie scheint eine Rotvadorin zu sein. So. Manchmal wollen die Worte einfach nicht so wirklich über die Lippen. Wenn er mir nochmal so kommt, er eins auf den Schlüssel. Ja. Was war das? Hol ihn mir im Schlummer und mach ihm großen Kummer. Das will ich sehen, wie du das machen willst, dass du im Schlafe ihm Kummer bereitest. Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Ja, wusstest du das wirklich? Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Huch, da bist du ja noch. So, und wieder drüber speichern. Ja. So. Könnte diesmal ja auch mein Kopf. Ist da jemand? Die Stadt als freier Bürger betreten. Hoppla. Da hat sie uns wieder gespürt. Ist da jemand? Ich war sicher, ich hätte etwas gehört. Geh wieder weg. Wegen dir habe ich einen Pfeil verschossen. Aber vielleicht liegt er ja hier irgendwo, aber ich vermute mal nicht. Er wird kaputt gegangen sein. Ja, der ist kaputt. So. So, Madame. Da hast du noch. Was war das? Einen weiteren Möglichkeit. Ist da jemand? Nein. So. Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, wie gesagt, vielleicht aber auch nicht. Geh zur Akademie. Ja. Es gibt halt viele Akademien. Aber ich habe noch nie gehört, dass es eine Banditenakademie gibt. So. Nur. Schnell weg. Nicht mehr viel. Haben wir zwar wieder ein Part für sie gebraucht, aber dafür einen sehr starken Gegner wieder beseitigt. Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen. Ja, hast du noch andere Texte auf Lager? Glaub nicht, ne? So, es fehlt wirklich nicht mehr viel. Könnte diesmal ja auch mein Kopfgeld bezahlen. So, halt schön still. Oh. Was? So. Bam. So, damit hätten wir sie erledigt. Yippee-yay. So. Dann können wir jetzt mal gucken, was ihre Schätze hergeben. So. Vulkanglasbogen haben wir selber. Aber das Gold nehmen wir mit. Aber den Bogen nehmen wir trotzdem mit. So, und beschworenes Schwert nehmen wir mit. Weil den Zauber haben wir noch nicht. So, auch da haben wir nichts. Wir könnten hier drin schlafen. Da ist weiter nichts drin. Und hier haben wir auch nur Kleidung. Das brauchen wir auch nicht. Hier ist auch weiter nichts. Manchmal ist halt auch was neben den Sachen. Deswegen muss man auch da mal so ein bisschen gucken, auch so unter Tische und so, aber weiter hat sie nichts. So.
Orkisches Schild lassen wir. Das. Das. Verminderung. Nehmen wir mal mit. So. Ja, und wie es dann weitergeht? Oh, ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Das sieht man. Ich habe schon Horker mit dünneren Bäuchen gesehen. Und das aus dem Munde einer Frau, die riecht, als hätte sie gerade einen Draugar geküsst. Könntet ihr mal still sein, bevor Brorit euch hört? Ja, gut. Ja, um die kümmern wir uns dann im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Über Kommentare würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis wenn er dann. Tschüss! Hab ihm doch gesagt, er soll einfach das Gold rausrücken. Aber hat er zugehört? Natürlich nicht. Immer müssen sie sich wehren.